unglaubliche Mandy, Teil 1 von 2 Teilen. Wunderbar. Das heißt, die beiden sind auch fertig. Unglaubliche Mandy, abhaken. Haben wir. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt noch den Kessel hier in Arbeit, das Waldhorn, den Taucherhelm und den uralten Computer. Bis auf das Kessel, Taucherhelm, uralter Computer weiter. Taucherhelm 2. Was haben wir hier? Wir brauchen Taucherhelm 1. Taucherhelm 1. Waldhorn 1. War doch gerade Waldhorn 1. Das fehlt uns nämlich auch noch. Das Waldhorn 1. Dann dürften wir wieder ein paar Relikte hingekriegt haben. So. Waldhorn 1. Waldhorn 2. 1 von 2 Teilen. Perfekt. Waldhorn ist fertig. Noch kurz hier markieren. Wunderbar. Uralter Computer, Taucherhelm, Kessel. Zahnrad brauchen wir nicht. Taucherhelm 2. Unglaublich, Mandy haben wir. 2 und 3 Taucherhelm. Taucherhelm 1, bitte. Wo Himmelsbube haben wir? Gut. Dann machen wir es wie folgt. Wir gehen nach Hause. Dann gehe ich ganz kurz nach Hause, schmeiße eine der Herstellungen an, gehe wieder zurück, fahren in die Wüste, bestellen uns das und fahren wieder zurück. So, also einmal hier hin. So. Okay, dann machen wir als erstes das Segelschiffmodell. Weil wir das ja schon angefangen hatten, beim letzten Mal vergessen hatten, nur einen zu tragen. Weil wir so schlau waren. Gut, läuft. Und jetzt fahren wir schnell in die Wüste rüber. Zur Mine. Hätte gar nicht wegfahren müssen, weil wir bloß hier rüber gehen konnten. Kurz. Ziemlich, ich würde gerne die Art anpassen. Dafür müssten 40.000 zum Verbessern. Aktuelle Kosten. Was? What? Ja, das sieht schon besser aus. Wir haben die Gültigkeitsdauer von 112 Tagen, also wir haben für 3. Ja, für 3 Monate, nee, das ganze Jahr, ne? Genau, wir haben für ein komplettes Jahr auf Voraus bezahlt. So. Schmeißen wir den ganzen Krams mal hier wieder rein. Okay. Okay, ich sehe schon wieder ganz viel Stein zum Wegbringen. Zum Verkaufen. Halt die Kiste. Gut, haben wir nichts. Das sind Chips.
Und das ist Relikte, ne? Okay. Und Relikte 2. Kommt der Rest rein. Wunderbar. Wird dann eh weniger, wenn der Rest raus ist. So, morgen Tagesquest und ein Kampfkunstturnier. Gut, der hat noch zu tun. Wir gehen erstmal schlafen. Alter. Ich bin immer zum falschen Eingang, weil ich damals unser Haus auf der anderen Seite stand. So, schlafen gehen. Drei Stunden bis Kampf und Turnier, wunderbar. Wir müssen noch, oh, wir müssen als erstes hin, wir müssen festlegen, was wer gewinnen soll. Das sollte man vielleicht das schnellstes Mal, so Segelschiffmodell. Und wir bauen jetzt die Schreibmaschine. Oh, der Taucherhelm ist fertig, sehe ich gerade. Den kann ich auch grün machen. Den können wir da mitbauen. Wunderbar. Segelschiffmodell nach hinten. Okay. Das lassen wir alles so, wie es ist. Will ich jetzt die Briefe lesen? Ich glaube nicht. Lass die mal noch offen. Ich gehe erst zum Kampfturnier und wir sind schon alle früh um 7 da. Alter, ihr seid sportlich. Ach, da haben sie jetzt das andere abgebaut in der Zwischenzeit. Interessant. So, wer tritt gegen wen an? Wir sind in der ersten Runde gegen Mars. Ach, der tut mir leid. Ich sehe nicht so aus. So. Ja, also ich gewinne. Hier gewinnt Russo. Russo ist definitiv stärker. McDonald's gegen Oaks. Oaks ist ein Pazifist. Ich denke, ja, McDonald's wird gewinnen. Und hier mache ich Sam auf alle Fälle klapp. So, wann sind wir dran? Unser Kampf ist 14.30 Uhr. Gut, da haben wir jetzt bis 14.30 Uhr Zeit, unseren Quests nachzugehen. Warte mal kurz. Hier ist erstmal Nora mit ihr. Wollen wir kurz reden? Hi. Hi. For some reason? Jojo. Goodbye. Goodbye. Und Django? Hi. This tournament is always a game to. Immer dasselbe mit dem Turnier, ja? Danke fürs Rezept. Ich brauche noch Gast. Ist Gast hier, Gast? Also ich sehe Gast nicht. Und dann halt nicht. Na, nicht das. Auspacken bitte. Achso, wir wollten noch Steine verkaufen. Ja, nur Stunden des Kampfkunstturniers, ich weiß. Ist nicht so dramatisch. Hallöchen, Juppi. Herzlich willkommen. Ich habe vorhin schon gesehen, dass du mal kurz drin warst. Weidenkorb. Ein feuerbetriebener Generator. 9000. 8000. Dach mit Schornstein. Wir machen das Dach mit Schornstein zweimal. Sollten wir hinkriegen. Hast du nicht viel Spannendes verpasst, meine Liebe. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass der Chat anders aussieht und dass ich dann nicht so direkt mitbekomme, wenn mir jemand schreibt. Muss ich halt gucken. So. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Dir geht's gut. Dach mit Schornstein. Dach mit Schornstein. Was fehlt uns? Uns fehlt ein großer Eimer und zwei große Rohre. Ein
großer Eimer, zwei große Rohre. Zwei große Rohre. Und ein großer. Da ist es. Dann schmeißen wir das alles gleich wieder rein. Und jetzt. Ab dafür. Alles Paletti, Spaghetti. Und selbst, kann mich nicht beklagen. Ich meine, es ist warm hier. Aber sonst alles soweit gut. Ich teste gerade in dem Fall mit euch zusammen meinen neuen Chat, ob das alles so funktioniert, wie es soll. Bis jetzt sieht es auch ganz gut aus. Und Penny. Bartholomäus, hey, ich habe meine Vorbereitung beendet. Mein Konzert wird heute Abend um 8 Uhr auf dem Zentralplatz stattfinden. Bitte komm vorbei. Heute Abend um 8. Ich hab's erwartet. reicht gerade anscheinend, da du ansonsten nicht streamst. 32, Jubi. 32. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist die richtige Menge? 19, so. Ist der fertig schon? Nein, der braucht noch. Die Schreibmaschine muss noch. Und dann jetzt hier hin. Nur so einen neu umgestalteten Garten mal ein bisschen aufräumen. Und wir brauchen dann 9 weitere Samen. Falsche Taste. Das nennt sich Basecap, Jubi. Das ist ein Basecap. Trägt man heutzutage ab und zu mal so. Meintest du das? In-game. Das kann ich dir gerne sagen, Jubi. Dass das und nicht nur das Kopfbedeckung, dass das komplette Outfit. Wir haben eine Schatzkarte gefunden und wir haben das Saints Headgear. Das Saints Oberteil oder die Saints Hose bekommen. Saint war ja, glaube ich, einer der berühmtesten Ritter hier. Und das ist das stärkste Outfit, was wir jetzt bis jetzt haben. Und deswegen habe ich es gleich angelegt. Da hatten wir vorhin eine Schatz. Hat Sam uns eine Schatzkarte gegeben und damit haben wir die gesucht. So, Kampfkunstturnier beginnt. Wir sind aber noch nicht dran, daher ist das nicht so dramatisch. Jetzt hört man wieder einen Krankenwagen im Hintergrund, finde ich toll. So, die Dächer sind noch in Arbeit. Steine verkaufen. Steine verkaufen. Steine verkaufen. So. Sieht etwas aus wie Insektenfühler. Ja, gerade wenn er dann so mal wie so nach vorne schwingt. Dann sieht das schon komisch aus. Das ist richtig. Aber ich kann nichts dafür. Das sieht halt so aus. Und was ist am Chat neu? Ich habe ein neues Chatprogramm, mit dem ich arbeite. Ich habe aktuell beide Chats offen, meinen alten hier drüben und den neuen da oben. Damit kann ich beispielsweise meinen Chat sehen. Ich kann auch gleichzeitig Matze seinen Chat sehen, wenn ich mal wieder mit ihm zusammen streame. Ich kann Whisper-Nachrichten direkt sehen. Wenn ihr mir eine Whisper-Nachricht schickt, kommt das hier direkt rein, ohne dass ich umschalten muss. Das ist sehr praktisch. Ich sehe, wenn ich gezielt angesprochen werden wurde, auch in anderen Kanälen. Wenn es beispielsweise Kronkow einfach einmal meinen Namen nennt, was sehr unwahrscheinlich sein sollte, dann kriege ich hier rüber eine Meldung. Aber ich muss hier noch ein bisschen feinstellen, weil das ist noch nicht so ganz. Weil wenn du mir eine Whisper-Nachricht schickst, taucht die auch im Chat bei mir auf. Also im richtigen Chat, da kann es sein, dass ich die falsch vorlese. Muss ich halt gucken.
Aber ist ganz cool, weil ich halt alles auf einer Plattform habe. Ich sehe, wie viele Live-Zuschauer ich habe. Würde ich dann theoretisch sogar bei Matze sehen, wie viele Live-Zuschauer er gerade hat. So. Dann gucken wir mal, ist der erste Kampf schon vorbei? Nee, Sam gewinnt gerade, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Sam gewinnt. Da hat die Kleine keine Chance. Aber ist Gast jetzt mittlerweile? Ach, da ist Gast. Hi, Ginger. Hi. Hi. You're going to be fighting, right? I'll cheer you on. Dankeschön, Ginger. Sehr lieb von dir. Goodbye. Goodbye. They have an even bigger tournament for martial arts in Atara each year. Oha, ganz schön viel Info nebenbei. Noch Stream ist ja nicht Info genug, dass das gehören vorbei. Jupi, die Infos hatte ich ja vorher auch. Die Infos hatte ich ja vorher auch. You've chosen wisely this time. Das Einzige, was ich noch nicht getestet habe, ist, wenn ihr irgendwas auslöst, so wie Brandgefahr oder sowas, wie das erscheint. Das müsste ich noch sehen. Wenn es dann soweit ist. So, also ich werde mich jetzt nicht so weit wegbewegen. Wir wollen ja hier in der Nähe bleiben. Okay, so erscheint das. Okay. An der Stelle ist es ein bisschen blöd. Aber vielen lieben Dank, Jubi. Es taucht genauso wie das andere im Chat aus. Aber ich kann halt die Chat-Abfrage jetzt ja nicht erledigen, so wie angeschaut oder sowas. So, ich hole mir mal noch die... Aber ist nicht verkehrt, gerade weil ich das alles auf einer Oberfläche habe, alles zusammen. Muss ich mal gucken, entweder ich bleibe beim Twitch-Chat, weil da sind ja auch viele Infos drauf, die ich gleichzeitig nutze. Oder ich bleibe bei dem neuen. Vielleicht muss ich das noch von der Farbe ändern oder sowas. Der Vorteil ist halt, ich brauche halt keine Whisper-Nachrichten mehr separat öffnen, wenn mir jemand was schreibt von Mods oder sowas. Ich kann das halt hier direkt sehen. Das ist halt der Vorteil, wenn ihr mir was irgendwas fragen wollt. Wo ist mein Schwein? Komm her, du Schwein. Sind die Schornsteine fertig? Bist du fertig? Wie, hatten wir die Schreibmaschinen schon im Museum oder was? Das wundert mich jetzt gerade. So, wer will die Schreibmaschine haben? Hi. Ah ne, nicht die Schreibmaschine, das Dach. Das ging schnell. 8000 sollen wir kriegen. Wie viel kriegen wir? 9,8. 9,8 ist natürlich ordentlich. So, wir haben noch 2,5 Stunden. Kleines Relikt, oder? Kleinrelikt. Kleinrelikt? Haben wir unten noch was Kleinreliktmäßiges? Kleiner Gegenstand. Kleiner Gegenstand. Besonders ist der nicht. Und dann geht er hoch. Groß? Ja. Okay. So, haben wir
eine Schreibmaschine ins Museum gebracht. Es füllt sich doch langsam. Aber geh dir was Schönes anschauen, bitte. Das bringt mir einen Punkt. Fehlt hier auch noch was an? Kleiner Gegenstand Kunstwerk. Was fehlt mir denn da noch? Ich hab doch alle Kunstwerke da. Habe ich irgendein Kunstwerk übersehen? Das wundert mich, weil ich habe ja alle aufgeschrieben, die ich brauche. Komisch. So, hatte ich recht mit meiner Entscheidung? Sam. Gut, damit haben wir schon mal gewonnen. Und egal, in der zweiten Runde wird auf alle Fälle Sam gewinnt. Egal, wer von den beiden hochgeht, Sam macht die platt. Sam ist trainiert. Und die schafft das. Und ob jetzt... Also jetzt würde ich sagen, ich würde wirklich McDonald's die Chance geben. Das Oak gewinnt es... glaube ich nicht so. Geht los. Oh, Oak. Doch Oak. Oh. McDonald's kriegt ihn kein einziges Mal zu treffen. Komm schon, McDonald's, komm, 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 alter Mann. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig, mach ihn platt. Ah, das war's. Okay. Erste Runde gegen Oak. Gibt's hier was Neues irgendwie? Ach, der hat schon komplett gewonnen. So, das nächste ist unser Kampf. 14:30 Uhr. Gegen Mars. Hinten sind noch ein paar Steine, die nehme ich nur mit. Aber nur, weil ich die Blutsteine haben will. Wir haben unsere Schneidemaschinen, glaube ich, noch nicht fertig gebaut. Welchen Zeit ist? Okay, gut. Achso, ist ja nur ein Faustkampf. Ich brauche ja kein Schwert dafür. Ich brauche ja kein Schwert dafür. Phyllis, siehst du überhaupt von da unten was? Tolle Sichtweise. Phyllis, tolle Sichtweise. Respekt. Ja, ich bin da. Bin da, lass mich rein. Ach, hier ist offen. Mars? Sieht doch schon vorsteinflößend aus. Überleg dir, ob du mich angreifst. 2, 1. Und das war's. Das war easy. Habe ich ja gesagt. Level 54 gegen Level 16. Keine Chance, Mars. Tut mir leid. So. Und Runde 2 und gleich ist vorbei. 2, 1. No! 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 No!
Und tschüss. Ah, schön. So, nächster Kampf. Wenn wir gegen Russo ran müssen, dann hatten wir beim ersten Mal letztes Mal verloren. Im Finale. Ich glaube nicht, dass Carol Russo beschlägt. Aber ich setze auf uns. Also dann morgen um 12. Und heute um 8 haben wir dann noch hier unser Konzert. Wo wir denn hin müssen. Ja? Das auch. Macht nur jetzt keinen Sinn, jetzt viel rumzuräumen. Was wir machen können, wir können noch ein bisschen angeln gehen. Das können wir noch machen. So, irgendwo dieser Angelspot, wo es die Kaiserfische gibt. Wir brauchen ja noch einen, einen Katzenjahr, meine ich. Wollen wir noch probieren, diesen Katzenjahr zu fangen. Also Königskatzenjau natürlich. Da kann man noch ein bisschen Zeit rum schön kriegen. Ja, das wollte ich gar nicht. Nein? Nö, nö. Ist zwar nur ein Kaiser. Aber immerhin. Auch nochmal ein Kaiser. Die Seeteufel haben wir schon, ne? Ja. So bis 19:30 und dann zum Konzert. Ih, ist das Wasser wieder grün geworden. Schon, gib mir einen König Katzenjau. Bitte, kein Kaiser, König. Das Wasser wird hier immer dreckscher. Nö. Nö, nö. Nö. Normaler Katzenjahr. Nö. Nö. Muss mal gucken, ob ich, wenn ich so lange warte, ob ich dadurch mehr Zeit verliere, als wenn ich jeden Fisch einzeln fange. Sind wir bei 19 oder 11 drauf gerechnet. Wenn ich jetzt einen gleich wegfange, mal gucken. Dann macht er nur 5. Okay, also wir sparen Zeit, wenn wir mehr gleich fangen. Aber ich will ja die kleinen Fische nicht, das bringt mir nichts. Ich will die anderen haben. Ist meine Hand schwitzig. So, Ende des Kampfes funktioniert. Den Fisch fangen wir noch. So, noch zwei vielleicht.
Das ist Kaiser. Auch wieder ein Kaiser. So, wir gehen zum Konzert von Penny. Leute, kommt, macht euch bereit, das Konzert geht los. Party! Also in 17 Minuten geht's los. Aber man muss ja mal eher da sein, damit dass man einen guten Platz hat. Ne? Das hätte man doch schön gerade machen können. Mensch, Junge. Wie hast denn du die Bühne gebaut? Konzert geht los. Thanks for coming out, everyone. I want to especially thank one person. You helped me finish my song. I couldn't have done it without you. Gern geschehen. My dream is to be a singer. Today is my first performance. My song is called A Wanderer's Dream. I hope you all enjoy. Na dann, hau rein. Stars are so far above, recounting their tales to me. The waves are crashing ashore, sapping my sorrows away. Weave a pleasant dream, eavesdrop distant storms. Admire a rainbow far from home. I walk reciting its yearnings to me. The winds are caressing my hair, evoking lost memories. Moments flicker away, night turns into day, leaving foreign lands far. Dreams inside a guitar case. Pull the whim into a tight embrace. Strum the chord with my heart and grace. Follow my pace. Setting sail at a new dawn. Dreams were never so strong. Find the right place to belong, edge on my song. Na schön. Gut, dass wir wieder den Ton angemacht haben, der von den Lungen. Konnten wir das wirklich genießen. Oh, sie hat noch eine Frage. Thanks for coming,
compatriot. You being here gave me a lot of courage. I was pretty happy with that performance. Hast du gut gemacht. I'll be leaving for Walnut Grove soon. I'll write you once I'm there. Wait for my good news, my friend. Das mach ich. Das mach ich. Vielleicht treffen wir sie dann im zweiten Teil wieder. Irgendwann, wenn wir das spielen sollten. So, was haben wir hier Schönes? Mitkommen. Mitkommen. Hier läuft mal alle. Oh, die sind schon halb leer. Hier sind jetzt ein paar mehr Pflanzen, aber trotzdem. So, das Püppchen ist fertig. Und wir machen dann das nächste, die unglaubliche Mandy. Oh, Mandy. So. Oh, wir haben fast. Tippbelohnung. Glückwunsch, das ist ein richtigen Siegersatz. Glückwunsch, das ist ein richtigen Siegersatz. Glückwunsch, das ist ein richtigen Siegersatz. Okay, was ist das? Was bringt das? Stellt EP nur wieder her. Okay. Schade, hätte ja was Gescheites dabei sein können. So, das kommt hier alles wieder rein. Wieder die falsche Taste, natürlich. Goldlachs, der war schon drin, ne? Den haben wir jetzt doppelt. Okay. Das ist sonstiges. Gut. Und wir gehen schlafen. Dann haben wir gesagt, sind wir dran um 12, ne? Irgendwann um 12 waren wir dran. Im zweiten Turnier. Und dann haben wir nochmal unseren Finalkampf gegebenenfalls. So, mal kurz hier lang gucken. Hier ist nix. Dann nehmen wir das hier hinten noch mit. Puppe. Machen wir das Waldhorn. Haben wir auch noch nicht. So, Post haben wir heute keine. Das ist auch Samstag. Da gibt es auch heute keine Aufträge, wie wir ja leider wissen. Finanziell, wie sieht's aus? 20.000, ne? Wenigstens das. Wenigstens das bereits. Er hat wieder nicht gearbeitet. So, wann bin ich dran? Um 12 gegen Russo. Der uns beim letzten Mal so fertig gemacht hat. Ich hoffe, wir können uns diesmal revanchieren. Ja. They have an even big. Ja. Mission. You've chosen wisely. Weißt du, dass ich das gut entschieden habe? Ich weiß, was dir gefällt. Hi. You're going to be fighting, right? Werde ich machen, Ginger. Goodbye. Goodbye. So, Django. Hello. Hello. This tournament is always a game too. Nora, mit dir müssen wir auch reden. Hallo. Hi. For some reason? Egal, ob du Alu liebst, wir schmeißen uns da nicht ran.
So, eine Stunde bis Kampfkunst. So, reden wir noch kurz mit Ack. Hey! Roasted Fish! Roasted Fish, das war gut. Goodbye! Your pa left again? Don't worry, he'll be back here again someday. Wer es eingesprungen hat, hat durch eine Dose gequatscht. What a pointless event. Das klingt besser als diese Dosenaussage von dem. So, nun gucken wir mal. Ihr könnt wieder helfen, wenn ihr wollt. Müsst natürlich nicht. Gut, mal jetzt erledigt. Wunderbar. Nächstes, was haben wir hier? Der Mixer. Dann kommt das alles in den Mixer. Ich dachte, weil es so flackert an der Stelle, aber dann hat das wohl getäuscht. Noch zwei sollen das sogar sein. Wie gesagt, der flackert massiv hier. In dem Bereich. Dieser komische Aufkleber da geklebt, ey. Seht ihr noch was? Also ich sehe gerade nichts weiter. Dann machen wir jetzt. Ah, hier. Der Mixer war zu dick. So, Griff. Ist doch verbogen. Gut, dann machen wir das da oben. Ist doch komplett verbogen, das Ding. Hier ist noch Schnitt. Okay. Das kann doch täuschen, dass so fein sein, so verbogen ist. Gut, wir haben es jetzt um 9. Wie sieht es denn aus von Rufpunkten? Ach, den haben wir ganz locker an der Wand gespielt. Ganz locker. Jetzt keine Chance mehr, Higgins. Das ist halt, weil wir ja nicht nur bauen, wir machen ja die ganzen anderen Sidequests noch sowas mit, was unseren Ruf stärkt. Ist der schon fertig oder braucht er noch? Der braucht noch 51 Minuten. Dann nutze ich das. Gucken wir nochmal schnell Dünger. Dadurch, dass es jetzt mehr Felder sind, aber eigentlich auch doppelt mehr Dünger vorhanden ist. Hätte ich gedacht, dass das nicht so schnell leer läuft. Aber okay.
Noch nicht ganz. Wie gesagt, wir sparen jetzt gerade auf 50.000 und dann kaufen wir unser neues Haus. Unser etwas größeres Haus. Na komm, gib mir das Wald rum. Was sind das eigentlich hier für Sachen? Das ist Kleinrelikt, Mittelgroßrelikt. Na komm. Und wir machen den Tauchhelm als nächstes. Dann bringen wir das schnell zum Museum. Das auch wieder gut aussehen hier. Okay. Das ist groß. Das ist ja süß. Was ist denn das? Kleiner Gegenstand Relikt. Das ist unten, ne? Das ist dann wohl eher hier, ne? Kann ich es auch hier hin tun? Dann passt das nämlich so schön, weil das alles gelb ist. Wunderbar. Da haben wir das. So, dann kommen wir jetzt zum Kampf. Sam hat gewonnen, das ist mir klar. Sam wird aber ins Finale nicht gewinnen. So, ihr Lieben, ich springe mal ganz kurz um die Ecke.